Hallo, herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns jetzt die Grundlagen von ERP-Systemen an. Das werde ich zweigeteilt machen. Zuerst werde ich Ihnen eine Auswahl aus den Folien zeigen und mit Ihnen besprechen, die ich im ILIAS zur Verfügung gestellt habe. Die Folien sind auf Basis des ERP-Lehrbuchs Einstieg in SAP ERP erstellt. Das sehen Sie auch am Design. Also alles das, was ich hier jetzt an Folien zeige, finden Sie auch in den Vorlesungsunterlagen. Ich werde allerdings nicht alle Folien besprechen, sondern nur im Detail besprechen. Viele Sachen, die ich jetzt nicht mit Folien mache, sondern mit Ihnen versuche interaktiv zu erarbeiten, sind aber auch in den Folien nochmal detailliert dargestellt. So, starten wir mit den Grundlagen. Das erste Thema, was wir uns angucken, ist, was ist überhaupt ein ERP-System? Hierzu habe ich jetzt zwei Folien mitgebracht, die Definitionen enthalten. Die erste Definition ist die Definition von Heseler und Goertz aus dem Buch Basiswissen ERP-Systeme. Die definieren ein ERP-System als eine integrierte Software, die auf Basis von standardisierten Modulen wesentliche Teile der Geschäftsprozesse eines Unternehmens aus betriebswirtschaftlicher Sicht unterstützt. Die zur Verfügung stehenden Systemfunktionalitäten liefern dabei aktuelle Informationen auf Basis der erfassten und verarbeitenden Daten und ermöglichen so eine unternehmensweite Kontrolle und Planung. Was in dieser Definition schon drinsteckt, ist zum einen, dass so ein ERP-System eine große, komplexe Anwendung darstellt. Um alle Geschäftsprozesse oder die wesentlichen Geschäftsprozesse in einem Unternehmen unterstützen zu können, benötigen Sie eine sehr komplexe Software. Denken Sie dabei nur an die Vielzahl der Prozesse, die es in einem Unternehmen gibt, angefangen mit dem Vertrieb, über die Produktion, über die Materialwirtschaft für den Wareneinkauf bis hin zum Rechnungswesen. Alles das muss in einem ERP-System eigentlich abgebildet sein. Der Umfang der unterstützten Geschäftsprozesse und der darin enthaltenen Funktionen ist je nach ERP-System sehr unterschiedlich. Wichtig ist jedoch, dass sich beim ERP-System immer um eine Standardsoftware handelt. Eine Standardsoftware mit vordefinierten Geschäftsprozessen. Erinnern Sie sich an die Vorlesung Informationssysteme? Darin haben wir den Unterschied zwischen Standardsoftware und Individualsoftware besprochen. Ein ERP-System ist eigentlich immer eine Standardsoftware. Sie können natürlich auch ERP-Funktionalitäten individuell umsetzen. Aber auf das, was wir uns im Rahmen dieser Veranstaltung beziehen, sind Standardsoftware. In so einem ERP-System sind eine Vielzahl von Prozessen hinterlegt. Und dabei handelt es sich normalerweise um Best Practices. Ja, also, das ist ein Geschäftsprozess nach dem typischen akzeptierten Vorgehen für einen bestimmten Bereich umgesetzt. Das heißt, dass so ein Geschäftsprozess in einem ERP-System nicht immer 100% dem Prozess entspricht, wie er in einem gegebenen Unternehmen umgesetzt wird. Deshalb bieten ERP-Systeme üblicherweise die Möglichkeit, die Prozesse zu adaptieren durch Konfiguration oder haben auch Möglichkeiten, das werden wir noch sehen, die Prozesse, die abgebildet sind, entsprechend zu erweitern. Und somit kann ich es eben auf verschiedenen Ebenen entweder durch Parametrisierung oder sogar durch eine Programmierung schaffen, das System an die jeweiligen Bedürfnisse des Unternehmens anzupassen. Eine zweite Definition von einem ERP-System, das ist die Definition nach Gronau. Die finde ich auch sehr schön. Die hat nochmal einen anderen Aspekt. Die Definition von Gronau ist die, dass ein ERP-System die Verwaltung aller zur Durchführung von Geschäftsprozessen notwendigen Informationen über die Ressourcen, Material, Personal, Kapazitäten, Finanzen und Informationen enthält. Und weiter sagt Gronau bei seiner Definition, mindestens drei der genannten Ressourcen müssen integriert werden.
An dieser Definition sieht man sehr schön, dass Integration ein zentraler Bestandteil von einem ERP-System ist. Ja, es nützt nichts, wenn Sie in einem System die Informationen über Materialien, Kapazitäten und Finanzen haben, aber die nicht zusammenspielen. Dann haben Sie dadurch keinen Mehrgewinn, nicht den Mehrwert, den Sie durch ein ERP-System enthalten. Also die Integration der Informationen ist eine zentrale Eigenschaft von ERP-Systemen und damit das funktioniert, braucht man eine gemeinsame Datenhaltung. Gemeinsame Datenhaltung ist Stand heute üblicherweise eine Datenbank, eine SQL-Datenbank oder in moderneren Systemen vielleicht auch so eine In-Memory-Datenbank, aber für Sie können Sie gemeinsame Datenhaltung einfach als gemeinsame Datenbank ansehen. Und diese Integration bezieht sich eben nicht nur auf die Daten, sondern auch auf die Prozesse. Das ist hier mal an einem Beispiel kurz dargestellt. Das Beispiel, das Sie jetzt hier sehen, ist ein einfacher Kundenauftragsprozess. Der sieht so aus, dass ein Kunde ein Produkt anfragt. Dazu wird ein Kunde angelegt. Es wird vielleicht ein Kontakt angelegt zu diesem Kunden, der dokumentiert, was mit dem Kunden gesprochen wurde. Und es wird vielleicht ein Angebot erstellt. Das ist eine Aufgabe, die üblicherweise ein Vertrieb durchführt. Irgendwann bestellt der Kunde die Waren, es wird ein Kundenauftrag angelegt und eine Auslieferung muss erfolgen. Die Waren müssen vom Unternehmen zum Kunden geliefert werden. Also es wird eine Auslieferung angelegt. Das ist eine Funktionalität, die zum Beispiel durch Slacker ausgeführt wird. Und schlussendlich bekommt der Kunde eine Rechnung, die er auch bezahlen soll. Die eingehenden Zahlungen müssen verrechnet werden. Also Schritte Faktura anlegen und Zahlungseingang verbuchen. Das sind Funktionalitäten, die dann eben durch eine Finanzabteilung durchgeführt werden. Also man sieht, dieser Kundenauftragsprozess integriert eben verschiedenste Informationen und läuft auch über verschiedenste Abteilungen im Unternehmen. Bevor wir uns jetzt weiter die Details und die Architektur von ERP-Systemen anschauen, würde ich mir gerne zusammen mit Ihnen versuchen, ein Stück weit interaktiv, ja, interaktiv ist natürlich in einem Video nicht wirklich möglich, aber zumindest so, dass ich Ihnen zeige, wie das Bild, das wir schlussendlich haben wollen, sich aufbaut, zu erarbeiten, aus welchen Komponenten ein ERP-System besteht. So ein ERP-System, haben wir gelernt, ist eine sehr komplexe Software und wir gucken uns jetzt an, in diesem Beispiel, wir gucken uns jetzt hier an, aus welchen Komponenten denn so ein ERP-System besteht. Und zwar mal das folgendermaßen, wir nehmen uns einen bestimmten Bereich vom Unternehmen vor und überlegen uns mal, welche Funktionen, welche Prozesse oder auch welche Akteure in diesem Bereich aktiv sind. So, das Ganze packe ich hier auf so ein geteiltes Whiteboard, das nennt sich Miro. Den Link dazu werde ich Ihnen auch zur Verfügung stellen. Um das zu starten, überlegen wir uns jetzt erstmal, was ein Vertrieb von einem Unternehmen so tun muss. Das Unternehmen, das ich hierfür als Beispiel nehme, ist das Unternehmen Global Bike. Das ist das Beispielunternehmen, das wir im Rahmen der Vorlesung verwenden. Das ist das Beispielunternehmen, das in unserem SAP-System auch umgesetzt ist. Bei Global Bike handelt es sich um einen global agierenden Fahrzeughersteller. Und jetzt können wir uns mal überlegen, was das Unternehmen Global Bike im Rahmen von einem Vertrieb so tut. Fangen wir einfach mal damit an. Was erwartet man als Fahrzeughersteller im Bereich Vertrieb? Da gibt es sicher irgendwelche Kunden. Ja? Und diese Kunden, die kaufen bei dem Fahrradhersteller zum Beispiel Fahrräder. Oder vielleicht nicht nur Fahrräder, sondern auch irgendwelches Zubehör. Also die Kunden kaufen bestimmte Dinge von dem Unternehmen. Wie erfolgt das üblicherweise? Ja, vielleicht hat ein Kunde Interesse an bestimmten Produkten. Und das Erste, was er sich da anfragt, ist ein Angebot. Er hätte gern eine erste Preisindikation für eine bestimmte Menge von einem bestimmten Produkt.
Das läuft dann vielleicht auch so, dass mehrfach verhandelt wird über das Angebot. Ja, und schlussendlich kommt es hoffentlich für das Unternehmen zu einer Bestellung. Also der Kunde beauftragt eine gewisse Menge von einem Produkt. So, und was dann natürlich passieren muss, dieses Produkt muss auch zu dem Kunden geliefert werden. Also irgendjemand muss sich darum kümmern, dass dieses Produkt geliefert wird. Jetzt sehe ich, ich habe hier ein Typo. Kopieren wir das gleich. Also das ist die Sicht, was so ein Vertrieb tut. Ja, natürlich kann man sich jetzt da die verschiedensten Varianten vorstellen, aber man sieht schon relativ deutlich, da gibt es irgendwie verschiedene Dinge. Da gibt es Akteure, sowas wie einen Kunden. Da gibt es Fahrräder und Zubehör, also die Produkte. Und da gibt es irgendwelche Prozesse, die ablaufen von einem Angebot über eine Bestellung. Damit ein Unternehmen wie Global Bike seine Kunden beliefern kann, braucht es Produkte. Wo kommen diese Produkte her? Ja, diese Produkte werden üblicherweise produziert. Was braucht jetzt ein Unternehmen, um Produkte herstellen zu können? Das Unternehmen braucht wahrscheinlich in der Produktion irgendwelche Mitarbeiter, die Produktion durchführen oder, wenn es eine vollautomatische Produktion ist, zumindest irgendwie überwachen. Es gibt sicher irgendwelche Maschinen, die dafür zuständig sind oder auf denen produziert wird. Ja, und die wenigsten Unternehmen produzieren jeden Tag 24 Stunden, 356 Tage im Jahr das gleiche Produkt, sondern es gibt unterschiedliche Produkte. Es wird also irgendeine Art von Planung benötigt. In welcher Reihenfolge, welche Produkte, in welcher Menge produziert werden. Ja, und wenn wir jetzt mal an so ein Fahrrad denken, ja, so ein Fahrrad, das Global Bike, unser Beispielunternehmen, herstellt, das besteht aus den verschiedensten Komponenten. Ja, und es muss irgendwie klar sein, wie ein Produkt X, aus welchen Komponenten das besteht. Also es gibt da irgendwie zum Beispiel sowas wie Stücklisten. Ja, die eine Stückliste beschreibt, aus welchen Komponenten ein Produkt besteht. So, wir haben noch drei weitere Bereiche hier. Jetzt haben wir uns überlegt, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn ein Unternehmen Produkte zu einem Kunden liefert. Wir müssen uns jetzt überlegen, unsere Firma Global Bike, Hersteller von Fahrrädern, benötigt natürlich auch irgendwelche Rohstoffe, irgendwelche Hilfsstoffe, um die Fahrräder zu produzieren. Also es muss auch eben Funktionalitäten und Prozesse geben, um Rohstoffe von Lieferanten einzukaufen. Und das gucken wir uns jetzt mal in diesem unteren Bereich an. Also es gibt irgendwie bei einem Unternehmen Lieferanten. Und von diesen Lieferanten werden verschiedene Dinge eingekauft. Zum Beispiel Rohstoffe, um daraus zum Beispiel Fahrräder zu produzieren. Oder auch Handelswaren. Ja, irgendwelche Produkte, die vielleicht einfach nur gehandelt werden, weiterverkauft werden. Auch in diesem Bereich gibt es einen ähnlichen Prozess wie im Bereich des Vertriebs. Wenn ein Unternehmen Waren einkauft, wird es sicher bei verschiedenen Lieferanten sich mal ein Angebot einholen. Wenn es nicht einen Standardlieferanten für ein bestimmtes Produkt gibt, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, hole ich mir zuerst mal ein Angebot ein als Unternehmen für die Waren, die ich einkaufen will. Ja, und wenn ich dann mich für ein Angebot entschieden habe, dann würde ich hier irgendwie eine Bestellung ausführen und früher oder später hoffentlich die bestellten Waren erhalten und die dann auch irgendwann bezahlen müssen. Was uns jetzt noch fehlt, sind zwei Bereiche. Schauen wir uns jetzt als erstes diesen linken Bereich an. Wir haben jetzt über den Vertrieb, über den Einkauf, über die Produktion gesprochen. In allen diesen Bereichen werden irgendwie Produkte eingekauft, verkauft, hergestellt. Was brauche ich, um in einem Unternehmen noch, um ja, diese Produkte irgendwie verwalten, bearbeiten zu können? Ich brauche eine Lagerhaltung. Also ich muss permanent wissen, für alle meine Materialien, meine Produkte,
meine Rohstoffe, wie hoch ist denn der Bestand davon? Ja. Und wo befinden denn diese Produkte sich? Ja. Habe ich vielleicht unterschiedliche Lagerhäuser? Das Produkt 1 befindet sich im Lagerhaus A, das Produkt 2 befindet sich in einem anderen Lagerhaus. Es reicht mir aber nicht aus, zu wissen, in welchem Lagerhaus sich das befindet. Wahrscheinlich ist das ein sehr großes Lager, da gibt es irgendwie verschiedene Regale drin. Ja? Und in diesen verschiedenen Regalen gibt es vielleicht irgendwelche Gitterboxen, in denen Dinge lagern oder Paletten. Auch diese Informationen müssen verwaltet werden. Und Sie sehen, die vier Bereiche, die wir jetzt besprochen haben, die anordnen oder die habe ich extra um so einen zentralen Bereich angeordnet. Was ist der zentrale Bereich? Ja, wenn wir uns jetzt nochmal diese vier Bereiche angucken, hier gibt es sowas wie eine Lieferung, Auftrag. Es gibt einen Zahlungsausgang. Das habe ich jetzt hier nicht erfasst, hätte ich vielleicht noch machen sollen. Fügen wir das hier mal sogar noch hinzu. Es gibt sowas wie eine Rechnung an den Kunden. Von meinen Lieferanten werde ich auch eine Rechnung erhalten. Ja? Ich werde die Rechnung bezahlen oder ich werde einen Zahlungseingang dazu bekommen. Also es gibt irgendwelche Bewegungen auf irgendwelchen Konten. Zahlungseingang, Zahlungsausgang. Aus einem Lager gehen Materialien raus oder in einem Lager werden Materialien aufgenommen. Auch das sind Dinge, die irgendwie monetär bewertet sind und deshalb in der Buchhaltung abgebildet werden müssen. Und der zentrale Bereich ist genau dieser Bereich. Das ist der Bereich dieser Buchhaltung. In einem ERP-System gibt es da eben so Komponenten wie, es gibt ein Hauptbuch, ja, die Konten des Hauptbuchs. Es gibt verschiedene Nebenbücher mit den entsprechenden Konten. Und es gibt üblicherweise auf diesen Konten irgendwie geartetes Reporting. Ich kann zum Beispiel in einem ERP-System normalerweise zu jedem Zeitpunkt eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellen. Ja, ich kann mir immer in einem Report anschauen, wie sind denn meine offenen Forderungen gegenüber einem Kunden oder wie viele offene Forderungen hat ein bestimmter Lieferant gegenüber mir. Ja. Und jetzt haben wir eigentlich die fünf groben Bereiche zum ersten Mal aufgebaut. Geben wir denen auch noch einen Namen. Das hier oben ist der Vertrieb. Das ist der Bereich der Produktion hier. Wir haben den Bereich der Finanzen. Wir haben hier die Lagerhaltung. Und dann haben wir noch die Materialwirtschaft. So, und das sind jetzt so die Kernkomponenten, die es eigentlich in jedem ERP-System gibt. Warum habe ich die jetzt so aufgebaut? Weil auch genau das schlussendlich der Aufbau der weiteren Videos und der Vorlesung ist. Wir werden uns als erstes mit dem Modul, mit dem Vertriebsmodul im SAP-ERP-System beschäftigen. Im SAP-ERP heißt der Vertrieb SD für Sales and Distribution. Das werden wir uns als erstes angucken. Danach gucken wir uns die Materialwirtschaft an. Das ist im SAP ERP das Modul MM, Material Management. Nach der Materialwirtschaft schauen wir uns die Produktion an. Das ist im SAP ERP das Modul PP, Production Planning. Danach gucken wir uns das Modul FICO an. Finance und Controlling und schlussendlich das Modul Warehouse Management. Ja? Und so werden wir dann am Ende des Semesters uns jedes dieser fünf Blöcke im Detail angeguckt haben und Sie werden gelernt haben, wie die Prozesse, die Standardprozesse, die darin abgebildet sind, im SAP-ERP-System funktionieren. Ich habe jetzt vorher gesagt, eines der Kernelemente von einem ERP-System ist die Integration. Und die Integration, die sieht man hier jetzt noch nicht so. Stattdessen habe ich hier in diesem Bild irgendwie Linien gezeichnet, die verschiedenen Bereiche voneinander trennen. Von daher werden wir jetzt auch nochmal auf einer sehr hohen Ebene die Integration einarbeiten. Ja? Zwischen allen Modulen, die Sie hier sehen, zwischen Vertrieb und dem Finanzwesen existiert eine Integration. Wenn
im Vertrieb zum Beispiel eine Rechnung geschrieben wird, hat das Auswirkungen auf das Nebenbuch und Hauptbuch im Finanzwesen. Wenn aus dem Modul Materialwirtschaft irgendwie Rechnung eingeht, eine Zahlung geleistet wird, hat das Auswirkungen auf das Modul FI. Gleiches trifft natürlich für das Modul Produktionsplanung und für das Warehouse Management zu. Auch dort gibt es Prozesse, die eben Auswirkungen auf das Haupt- oder Nebenbuch haben und damit auf das Modul Finanzwesen. Ja, aber auch zwischen den anderen Modulen gibt es Wechselwirkungen. So ist es zum Beispiel so, dass es auch Integration zwischen dem Vertrieb und der Produktion gibt. Vielleicht kommt aus dem Vertrieb eine Vertriebsplanung, auf Basis der ich meine Produktionsplanung mache. Oder ich habe ein kundenindividuelles Produkt, wo erst nachdem eine Kundenbestellung eingegangen ist, auch die entsprechende Produktion geplant wird. Aus der Produktion gibt es natürlich auch Anforderungen an die Materialwirtschaft. Ich brauche bestimmte Rohstoffe zu einem bestimmten Zeitpunkt, um produzieren zu können. Ja. Und so haben auch das Modul Materialwirtschaft und das Modul Vertrieb Verbindungen zur Lagerhaltung. Die Materialien, die an Kunden verkauft werden, müssen irgendwie im Lager gehalten werden, genauso wie die Rohstoffe und die Handelswaren, die ich benötige. Ja, und jetzt haben wir fast alles dargestellt in diesem Bild. Eine Integration fehlt noch, und die Integration, die noch fehlt, die ist zwischen den Modulen, zwischen diesen beiden Modulen, zwischen dem Vertrieb und der Materialwirtschaft. Natürlich gibt es auch hier Abhängigkeiten. Ja? Also wenn zum Beispiel eine Handelsware verkauft werden soll an einen Kunden, dann muss die gegebenenfalls beschafft werden. Ja, und Sie sehen hier jetzt an diesem Bild, das wir jetzt aufgebaut haben, dass eben so ein ERP-System zwar aus verschiedenen Modulen besteht, dass innerhalb dieser Module aber enge Wechselwirkungen bestehen, und außerdem habe ich Ihnen mal gezeigt, in welcher Reihenfolge wir uns im Rahmen des Semesters die einzelnen Module angucken. Dieses Bild werden wir im Laufe des Semesters immer mal wieder, werde ich das aufmachen, dass Sie das anschauen können und dann noch mal einen Hinweis geben, wo befinden wir uns gerade in dieser großen Landschaft des ERP-Systems. Wenn wir uns dieses Bild, das wir gerade aufgebaut haben, nochmal anschauen, dann sehen Sie vielleicht, wenn Sie sich das genauer angucken, dass es da unterschiedliche Arten von Daten gibt. Ja? Es gibt da sowas wie einen Kunden oder einen Rohstoff oder ein Fahrrad, und es gibt sowas wie eine Bestellung oder eine Lieferung oder eine Rechnung. Ja? Das sind unterschiedliche Arten von Daten. Im ERP-System gibt es üblicherweise drei Arten von Daten. Das sind Organisationsdaten, Stammdaten und Bewegungsdaten. Um was handelt es sich dabei? Die Organisationsdaten sind die Daten, die die Struktur, die Aufbauorganisation des Unternehmens abbilden. Was könnte das denn zum Beispiel sein? Das könnte zum Beispiel sein, das Unternehmen selbst muss irgendwie im ERP-System abgebildet sein. Ja, und das Unternehmen hat vielleicht irgendeine Struktur, bestehend aus Tochtergesellschaften. Diese Struktur muss irgendwie in dem SAP-ERP-System oder in dem ERP-System ganz allgemein abgebildet sein. Ja, so ein Unternehmen hat verschiedene Standorte vielleicht. Es gibt einen Produktionsstandort, es gibt Standorte, wo es nur Läger gibt für den Vertrieb. Ja, an den Standorten gibt es zum Beispiel unterschiedliche Lager. Ja, das sind Informationen, die Sie irgendwie abbilden müssen, die Struktur des Unternehmens darstellt. Ja. Man kann jetzt auch nochmal weitergehen, nochmal in den Vertrieb gucken. Vielleicht ist das Unternehmen in verschiedenen Sparten unterwegs. In unserem Beispiel Unternehmen GBI, Global Bike, benutzt eben, verkauft Fahrräder und Zubehör, hat zwei Sparten. Ja, und vielleicht ist der Vertrieb auch irgendwie unterschiedlich aufgebaut. Es gibt vielleicht unterschiedliche Vertriebsbereiche.
sowas wie die Dachregion und USA oder Norddeutschland und Süddeutschland oder wie auch immer. Also es gibt die Organisationsdaten, die den Aufbau des Unternehmens in der Software abbilden. Außerdem gibt es die Stammdaten. Die Stammdaten sind die Daten, die ich brauche, um Prozesse durchzuführen. Den Stammdaten gehören zum Beispiel die Kunden. Ich brauche Informationen über meine Kunden, Adressen, Lieferadressen, Bankverbindungen. Ich brauche aber auch Informationen über meine zum Beispiel Fahrräder und Rohstoffe. Ja, also über Materialien, die ich brauche, ganz allgemein, um zu produzieren, und die Materialien, die ich brauche oder die ich meinen Kunden verkaufe. Also da haben wir schon den ersten Begriff. Im SAP-System heißt alles das, was eingekauft, verkauft und produziert wird, ist ein Material. Ja, also wir haben jetzt hier eben Materialien, nämlich Rohstoffe und Fahrräder. Und auch das Zubehör ist natürlich so ein Material. Das hätte ich noch vergessen. Verbinden wir das auch nochmal hier hin. Ja, also es gibt verschiedene Stammdaten. Jetzt sind wir hier sehr vertriebsspezifisch, von daher füge ich mal noch eins ein. Ein anderes Stammdatum könnte zum Beispiel ein Lieferant sein. So, und diese Stammdaten werden dann verwendet, um auf der Basis Prozesse durchzuführen. Zum Beispiel einen Kundenauftragsprozess. Und dieser Kundenauftragsprozess wird durch verschiedene Bewegungsdaten, die im Rahmen des Prozesses erzeugt werden, dokumentiert. Also, wenn wir mal an so einen Kundenauftragsprozess denken, da gibt es vielleicht ein Angebot. Angebot ist ein Bewegungsdatum, das im Rahmen eines Kundenauftragsprozesses erstellt wird. Danach gibt es hoffentlich eine Bestellung. Irgendwann wird zu dieser Bestellung eine Rechnung geschrieben. Ja. Oder es gibt einen Fertigungsauftrag aus der Produktion, für die Produktion. Von einem Fertigungsauftrag bekomme ich vielleicht einen Wareneingang. Waren sind produziert und kommen jetzt von der Produktion ins Lager, von wo aus sie dann versendet werden können an Kunden, und ich habe sowas wie einen Warenausgang. Also, das sind jetzt die drei großen Blöcke von Daten, die es im ERP-System gibt. Die Organisationsdaten, die die Aufbauorganisation des Unternehmens darstellen, die Stammdaten, die die Grundlage von Prozessen bilden, und die Bewegungsdaten, die Prozessdurchführungen dokumentieren. So, und den Zusammenhang zwischen Bewegungs- und Stammdaten, den kann man ganz gut sehen. Wir gucken uns das beispielhaft mal einem Angebot an. Ich mache mir mal ein bisschen Platz. So ein Angebot ist doch ein Angebot für einen Kunden und bezieht sich üblicherweise auf bestimmte Mengen von Materialien. Ja? Also man sieht hier schon, dass ein Angebot, das Bewegungsdatum Angebot, sich auf die Stammdaten Kunden und Material und noch viele weitere, wir können zum Beispiel auch Konditionen, also die Preise und sowas mit in Verbindung stehen, bezieht. Ja? Das Gleiche gilt, wenn wir uns eine Rechnung angucken. Ja? Eine Rechnung bezieht sich auch für einen Kunden. Ja? Eine Rechnung bezieht sich wahrscheinlich auf eine Bestellung, ja, und in der Bestellung stecken dann wieder Materialien drin. Also man sieht, es gibt auch Beziehungen zwischen Bewegungsdaten. Wir werden im Rahmen der Vorlesung uns für die verschiedenen Module immer anschauen, immer diesen Dreiklang, was sind die Organisationsdaten, was sind die Stammdaten und was sind die Bewegungsdaten, die für dieses Modul relevant sind. Oder eine Eigenschaft dieser Organisations-, Stamm- und Bewegungsdaten ist, dass die Änderungshäufigkeit von links nach rechts zunimmt. Also Organisationsdaten, die Organisationsstruktur eines Unternehmens, die ändert sich manchmal. Ja, es kommt vielleicht ein neuer Standort hinzu oder es wird ein Standort geschlossen. Das passiert aber relativ selten.
Ganz häufig werden die Organisationsdaten bei der Einführung von einem SAP-ERP-System initial eingerichtet und über die Lebensdauer des Systems gibt es da nur sporadische Änderungen. Stammdaten hingegen ändern sich viel häufiger. Ja? Täglich kommen Kunden hinzu. Materialien ändern sich. Es gibt irgendeinen Rohstoff nicht mehr und wird durch einen anderen Rohstoff ersetzt. Aber auch diese Materialien oder auch die Stammdaten ändern sich regelmäßig, aber nicht in jedem einzelnen Prozess. Stattdessen, ein Kunde bestellt mehrfach beim Unternehmen Materialien. Oder ein Material wird in der Produktion von verschiedensten Gütern eingesetzt. Und die Bewegungsdaten, das sind die Daten, die größte Änderungshäufigkeit haben. Bewegungsdaten fallen bei jeder einzelnen Prozessdurchführung an. Also bei jedem individuellen Prozessinstanz, bei jedem Kundenauftragsprozess, bei jedem Bestellprozess für einen Rohstoff werden Bewegungsdaten erzeugt, die sich dann immer auf die entsprechenden Stammdaten beziehen. Ja, und daran sieht man, dass die Änderungshäufigkeit eben von links nach rechts zunimmt. Bewegungsdaten werden permanent erzeugt und ändern sich damit sehr häufig. Zum Abschluss schauen wir uns jetzt noch die Systemarchitektur von ERP-Systemen an. So ein ERP-System ist üblicherweise ein komplexes Softwaresystem, das von mehreren Mitarbeitern an verschiedenen Standorten verwendet wird. Also das ist keine Einzelblatt-Software wie zum Beispiel so eine Textverarbeitung oder eine Tabellenkalkulation, sondern das ist ein System, das auf einem Server betrieben wird, auf das verschiedene Mitarbeiter zugreifen können. Die Architektur von so einem System, die allgemeine, sehen Sie auf der rechten Seite. Üblicherweise besteht das aus einer Datenhaltungsschicht. In der Datenhaltungsschicht gibt es eine Datenbank, die von einem Datenbankmanagementsystem verwaltet wird, die sich um die Verwaltung der Daten kümmert. Darüber gibt es die sogenannte Anwendungsschicht, die besteht aus einem Applikationsserver. Auf diesem Applikationsserver laufen die eigentlichen Programme, die eigentlichen Anwendungen ab. Der Zugriff auf das System erfolgt in der Präsentationsschicht über verschiedene Clients. Das kann zum Beispiel ein Webbrowser sein, das kann eine mobile Anwendung sein auf einem Smartphone oder auch eben eine spezielle Anwendung. Also diese Architektur, die Sie hier sehen, die bezeichnet man eben als Drei-Schichten-Architektur. Das ist eine ganz gängige Architektur für eine ganze Reihe von Anwendungen. Eigentlich alles das, was Sie heute auch im Internet verwenden, ist immer irgendwie so eine Art Drei-Schichten-Architektur. Da gibt es immer irgendwie Datenbanken, da gibt es irgendwie einen Anwendungsserver davor und ein Client, zum Beispiel Ihr Handy oder ein Webbrowser. Im nächsten Schritt schauen wir uns jetzt diesen Bereich des Applikationsservers im Detail an. So, der Applikationsserver oder der Applikationskern besteht selbst wieder aus mehreren Komponenten. Zum einen gibt es da auf der untersten Ebene eine Datenbankschnittstelle. Das ist eine Schicht, die eine Abstraktion zwischen dem Datenbankmanagementsystem und der eigentlichen Anwendung herstellt. Die Zielsetzung davon ist es, dass es verschiedene Datenbanksysteme verwendet werden können und dass die Anwendung davon unabhängig ist. Also dass es für die Anwendung keinen Unterschied macht, ob zum Beispiel eine Oracle-Datenbank oder eine Microsoft SQL-Datenbank verwendet. Darüber gibt es dann die eigentliche Applikation. Die eigentliche Applikation besteht aus dem Applikationskern und den Anwendungen. Im Applikationskern sind allgemeine Funktionalitäten vorhanden, die für alle Anwendungen gemeinsam sind. Ja, und die Applikationen, das sind dann die eigentlichen betriebswirtschaftlichen Anwendungen. Der Zugriff erfolgt über eine Ebene, die die Benutzerschnittstelle abstrahiert. Die stellt jetzt eben Zugriff zum Beispiel über einen Webbrowser zur Verfügung auf diese Anwendungen. Zusätzlich gibt es jetzt noch zwei Komponenten, nämlich die Programmierumgebung und die Customizing-Umgebung. Was ist das? Die Customizing-Umgebung ist dafür zuständig, die Standardprozesse, die in einem ERP-System implementiert sind, an die Anforderungen eines Unternehmens anzupassen. Also zum Beispiel gibt es einen Mahnprozess in so einem ERP-System. Und jetzt eine Möglichkeit, die an ein individuelles Unternehmen anzupassen, sind so Einstellungen wie
gibt es ein zwei- oder ein dreistufiges Mahnverfahren? Wie lange ist der Zeitraum, bevor gemahnt wird? Was sind die Mahnkosten? Sowas kann ich üblicherweise in einem Customizing individualisieren, sodass ich diesen Standardprozess an das jeweilige Unternehmen anpassen kann. Es gibt aber Anpassungen, die erfordern eben größere Veränderungen. Da reicht es nicht mehr aus, bestimmte Parameter zu ändern. Ja, und das ist der Punkt, wo dann die Programmierumgebung ins Spiel kommt. Mithilfe der Programmierumgebung können größere Anpassungen an den Standardprozessen vorgenommen werden. Das kann so weit gehen, dass quasi komplett eigene neue Funktionalitäten innerhalb des ERP-Systems entwickelt werden. So, und damit sind wir jetzt durch die Grundlagen von ERP-Systemen einmal durch. In den nächsten Videos werden wir dann den Einstieg in SAP ERP wagen und uns als erstes zum Beispiel das Vertriebsmodul anschauen.